Wollen wir es mal testen jetzt hier? Hellenbereich, Maschinenkammer, bla bla bla, die rote Maschine. Ich bräuchte eigentlich Wut, damit ich die erste Instant runterhauen kann. Shit. Egal. Schnell looten, los! Und zu den nächsten! Und dritte Kammer ist auf! Scheiße. Bis zur dritten Kammer hab ich's geschafft. Ja, hatte ich auch. War knapp. Schade, schade, Schokolade. Was habe ich da eigentlich dort eingesammelt bei den Viechern? Larvenkneifzange. Okay. Erstmal verkaufen gehen hier. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Weg. Leben Sie wohl. Zeit von 3 Minuten, ey, leck mich am Arsch. Das heißt, ich kann ihn im Kampf nur einmal einsetzen. Wie mache ich das? Eigentlich praktisch, wenn ich die bei der zweiten Kammer dann aktiviere, mich heale, dann habe ich wie lange Schutz? 12 Sekunden, das müsste reichen. Wenn ich das und das mache. Ja. Oh lol, danke fürs Heilen. Wie, danke fürs Heilen? Da draußen hat mich gerade ein Spieler geheilt. Ach so. Huch, was ist da? Jetzt kann ich mit Lord Abaddon reden.
Hast du es geschafft? Moment. Ah, schon wieder steht ein Akolyt im Schatten unserer Akademie. Ihr haltet euch sicher für privilegiert. Sagt mir, ihr wollt doch Sith werden. Wie viel habt ihr bisher von unserer Zivilisation gesehen? Seid ihr beeindruckt von der Macht und dem Ruhm dieser Welt? Doch, das bin ich. Korriban kann einen wirklich begeistern, mein Lord. Ist das euer Eindruck? Dann gibt es etwas, das ihr verstehen müsst. Korriban wurde vor Jahrtausenden von den reinblütigen Sith erbaut. Unsere Vorfahren, ein purpurrotes Volk von Eroberern, hat die Statuen errichtet, die uns hier umgeben. Im Laufe der Zeitalter hat sich unser Volk jedoch mit Sklaven vermischt. Die rote Haut als Zeichen der wahren Sith ist selten geworden. Und die Reinheit des Planeten ist in Frage gestellt. Und was ist mit mir? Zweifelt ihr auch an meiner Reinheit? Nein, ihr seid jung. Mich interessieren nur eure Meister. Die wahre Reinheit und Stärke liegt im Blut. Es macht mir Sorgen, dass unser Blut schon seit Generationen verwässert wird. Ich bin im Namen des Imperators hier, um herauszufinden, ob die Aufseher in der Akademie von reinem Sith-Blut sind oder nicht. Und ihr seid mein Werkzeug. Wer seid ihr, dass ihr beurteilen dürft, ob ein Sith rein oder minderwertig ist? Als Agent des Imperators und des Rats der Sith werde ich über sie Bericht erstatten und notfalls Maßnahmen ergreifen, um die reinblütige Vormachtstellung wiederherzustellen. Ich besitze ein uraltes Gerät, ein Holokron, das Blutlinien identifizieren und aufzeichnen kann. In der Nähe der Aufseher wird es aufleben und pulsieren. Lasst das Holokron einfach seinen Zweck erfüllen. Stellt euch neben die Aufseher, sodass es ihre Blutreinheit ermitteln kann. Dann kehrt hierher zurück und wir werden die Wahrheit erfahren. Na, da bin ich mal gespannt. Da sind wir mal gespannt. Ach, jetzt kann ich auch zu der alten Oma gehen. Nicht ihr, nicht jetzt. Ihr seid für meine Prüfung noch nicht bereit. Boah, du alte Hexe. Scan abgeschlossen. Scanne Lord. Ach, Brabbabusch. Okay. Wo ist der? Bestimmt da oben. Sag ich ja. Da kommt der Erste. Auf der Rang. Nein. Hä? Hallo, hier geht's noch weiter. Was? Nee, aber wir können ja noch eine Etage höher. Ich habe eine neue Meisterin. Dann bist du weiter vorangeschritten als ich. Nee, wieso? Du hast doch schon die ganze Zeit einen Lord. Ich habe jetzt erst einen Lord als Meister. Oder Meisterin, besser gesagt. Tja, das, den hatte ich aber von Anfang an, ohne dass ich in der Hauptquest irgendwas gemacht habe. Egal, ich bin jetzt halt Schüler von Lord Sesh. Und ich mache jetzt eine Nebenquest, aber vorher bin ich auf Klo. Mach das. Fahrstuhl, komm runter, ich muss da hoch.
Arsanon und Solenze. Ist der hier oben? Ich hoffe es mal. Nee, ich glaube, hier oben ist keiner von denen. Hallo? Da. Nee. Der war's nicht. Oh, Geil! So kann man es auch machen. Holy. Oh, da hinten ist einer. Ja. Wo ist er denn jetzt? Lord Solenze. So, wieder da. Wo? Da. Boah, ist der fett, der Dulli, ey. So, und ab zum letzten. Was machst du? Der Sith-Lord-Scan. Ach so, doch die Quest von dem Knienden. Hm. Jetzt geht sie, oder wie? Ja, jetzt habe ich sie erst bekommen. Hm. Dann müsstest du die andere aber auch bekommen. Also die mit der Jedi. Nein, kann ich noch nicht. Ich muss erstmal scannen. Da oben. Der ist beim Taxi. Besser gesagt, die ist beim Taxi. Ah ne, der. Ach doch. Gut, vergiss es. In der zweiten Etage, dachte ich, meinst du mit oben? Weil das ist eine die. War die alte Schabracke. Tretet näher. Ich nehme an, ihr habt die Aufgabe für mich erledigt. Alter, easy. Ich werde das Holocron jetzt an mich nehmen. Jetzt wollen wir sehen, wie rein das Blut eurer Aufseher ist. Wir müssen endlich wissen, wie viel vom Erbteil der Alten noch in ihren Adern fließt. Das sehe ich auch so. Das Holocron. Es leuchtet weiß. Es gibt kaum noch Sith-Blut in der Akademie. Und nur ein einziger Aufseher trägt die roten Abzeichen. Es ist eine Schande. Ich werde dem Rat der Sith hiervon berichten. Wenn die wahren Sith überdauern sollen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Ihr müsst ja außer euch sein vor Furcht, dass die wahren Sith aussterben. Ich fürchte für die Gesamtheit der Sith. Und ich ehre die Vorfahren, die mir ihre Kraft verliehen haben. Ihr habt mir gut gedient. Es ist zu spät für mich, eure Ausbildung zu verändern. Aber in Zukunft werden Akolyten vielleicht vor den reinblütigen knien. Ja, knien alle nieder vor mir. Oh, wir haben eine neue Hose. Leck mich am Arsch, ist die gut. Ja. Dahin muss. Nee, stopp.
Hat mir was angezeigt? Nee. Dann gehen wir jetzt dahin. Na dann, Tremel. Ich habe nicht damit gerechnet, dich so schnell wiederzusehen. Hat Darth Baras dich zu mir geschickt? Heute ist mein Glückstag. Baras hat meinem Wunsch entsprochen. Ich werde euch töten. Dann wurde ich wohl ausgetrickst. Baras hat die nötige Autorität, aber ich hätte nicht gedacht, dass er etwas derart Offenkundiges wagen würde. Entweder sterbe ich, oder ich zerstöre meinen eigenen Plan, indem ich dich töte. Ein meisterlicher Schachzug. Nun gut, du hast deine Befehle, Akolyt. Sei versichert, dass dein Tod mir kein Vergnügen bereiten wird. Wie kommt ihr darauf, dass ihr mich töten könnt? Du bist stark. Stärker als alle anderen an der Akademie. Aber du bist noch kein Sith. Ich werde dir ein kurzes und schmerzloses Ende bereiten. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ach ja? Ich will dir dein Lichtschwert! Gib es her! Ja, was jetzt? Nein, ich bin erstaunt. Ich wusste, dass die Macht stark in dir ist, aber nicht so stark. Du bist mehr als nur bereit, um Vemrin herauszufordern. Baras wird das nun auch nicht mehr leugnen können. Er bekommt die Genugtuung meines Todes, aber ich sterbe im Wissen um meinen Erfolg. Na los, bring es zu Ende. Ihr seid mein größter Kampf bisher. Ich werde mich an eurem Blut weiden. Leb wohl, Akolyt. Die Reinheit der Sith liegt in deiner Hand. Oh ja. So. Wie viele dunkle Punkte habe ich eigentlich jetzt? 704, hell 50. Ja, läuft. Ich werde ein mächtiger Sith. Dann werde ich alle unterjochen. Kehrt mit einer blutverschmierten Waffe zurück. Das bedeutet wohl, dass Tremel nicht mehr lebt. Gib mir seine Hand. Hier, nimm diesen Ring als Erinnerung. Die Vergangenheit kann den Geist stärken, klären und ermutigen. Ich bin beeindruckt, dass du die Kraft hattest, ihn zu besiegen. Er hat dich als Teil seiner Familie gesehen. Wie hat es sich angefühlt, ihn zu hintergehen? Der hat mir einen Ring gegeben. Will der mich heiraten? Was ein Dulli. An diesen Tag werde ich mich noch lange erinnern. Ich habe ihn genossen. Gut. Erfreue dich daran. Nicht jedes deiner Opfer wird so bedeutend sein. Du hast den ersten Schritt zum Verständnis des Kodex der Sith gemacht. Frieden gibt es nicht. Nur Leidenschaft.
Durch Leidenschaft erlangen wir Stärke. Durch Stärke erlangen wir Macht. Durch Macht erlangen wir den Sieg. Durch den Sieg zerbersten unsere Ketten. Die Macht wird uns befreien. Indem du den Kodex angenommen und Tremel ausgeschaltet hast, konntest du dich von seinen Fesseln befreien und seinem Schicksal entfliehen. Und jetzt spüre ich eure Fesseln. Du wirst sehen, dass sie sich besser anfühlen und dir einen größeren Freiraum lassen. Also, es gibt heilige Ruinen in Tulakords Grab. Die uralten Inschriften, die einst die Wände jeder der Ruinen verzierten, sind zerstört. Du wirst im Grab alle Ruinen durchsuchen und mir eine Scherbe von jeder der Inschriften bringen. Versagst du, wirst du sterben. Wemrin und meine anderen Akolyten wurden schon losgeschickt. Es gibt keine Regeln, wie man an die Scherben kommt. Und sie werden sich von nichts aufhalten lassen. Kämpfe dich durch Tulakords Grab im Tal der dunklen Lords und bringe mir die Scherben von jedem der zerstörten Schreine. Haupt- oder Nebenquest? Hauptquest. Sith-Mathematik. Okay, erste Mal eine 153er Rüstung lege ich an. Das ist wieder ein Geschenk. Was ist das? Schlichte mittlere Credit-Kiste. Klasse 2 Tresorkiste. Diese Tresorkiste ist ein Behälter, in dem sich Credits befinden. Jo, danke. Und wir kaufen die nächste Reihe noch nicht frei. Die braucht 20.000. da komme ich nicht mehr rein. Hier oben gibt's auch nichts mehr. Ah ne, wenn ich jetzt hier runterspringe, bin ich wieder tot. So, jetzt kann ich das hier mit der Jedi annehmen. Ich habe Verwendung für euch. Welchen Botengang ihr auch für euren Meister machen sollt, das kann warten, bis wir fertig sind. Was gibt euch das Recht, mir Befehle zu erteilen? Ich bin Inquisitorin Urind und ich repräsentiere die Geheimoperationen der Sith. Wir halten gegenwärtig einen wichtigen Jedi gefangen. Einen Spion, der die Akademie erreichen wollte. Wir haben Pläne mit ihm. Bei der Gefangennahme haben wir herausgefunden, dass der Verstand des Jedi leicht zu manipulieren war. Durch eine Mischung aus Drogen und Magie haben wir ihm falsche Erinnerungen verpasst. Bald wird er zu seinen Jedi-Kommandanten zurückkehren und die Lügen berichten, mit denen wir ihn gefüttert haben. Er wird nicht wissen, was wir getan haben. Wir müssen nur noch seine Flucht inszenieren. Und was wird er den Jedi sagen, sobald er frei ist? Womit habt ihr ihn gefüttert? Informationen, die gewisse Kolonien im Outer Rim überzeugen sollten, ihre Verteidigung zu reduzieren. Sobald das geschieht, können wir die Zerstörung dieser Kolonien und ihrer Jedi-Beschützer arrangieren. Ihr seid jung und neu genug, um einen plausiblen Verräter abzugeben. Geht zu dem Jedi. Sprecht mit ihm. Tut, was er sagt. Erschleicht euch sein Vertrauen. Wenn das erreicht ist, befreit ihn. Tut, was auch immer nötig ist, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Wir werden sicherstellen, dass er sein Schiff erreicht und sicher zu seinen Jedi-Freunden zurückkehrt. Ich werde mich darum kümmern. Ihr findet den Jedi Quarian Dorius im Kerker. Er ist noch immer verwirrt und sollte nicht allzu schwierig zu überzeugen sein. Du musstest den Jedi befreien, oder? Yep. Oh, gab's helle oder dunkle Punkte? Kommt auf deine Antworten drauf an. Okay. Ich hatte nämlich auch jetzt in der Nebenquest das Problem, dass ich falsch geantwortet habe und habe auf einmal helle Punkte bekommen. Du wirst zum Jedi, schäm dich. Nö, es war das erste Mal, dass ich helle Punkte bekommen habe. Im Gegensatz zu dir, du hast das schon häufiger, wie ich gehört habe. Einmal. Und das war, das konnte ich nicht mal aussuchen, ob helle oder dunkle Antworten. Ich habe die einfach so gekriegt. Das war ja, wo ich hier
das Gehirn von dem Vieh holen musste und dann aber bei beiden gelootet habe, also bei der Schülerin und beim Meister, weil ich den Meister hintergangen habe. Dachte ich mir eigentlich, ja, geil, kriegst du dunkle Punkte? Ja, nee, kriegst du auch immer helle Punkte. Hing halt von deiner Entscheidung her ab. Ich hab's nämlich dem Meister direkt gegeben und hab dafür dunkle Punkte bekommen. Naja. Und hab auf das extra Geld verzichtet. War nicht nur extra Geld. Es gab insgesamt zweimal Geld von der Troller. Einmal nämlich noch per Nachricht hier. Naja, diese Postnachricht. Und dann gab's noch Loot von ihr. Also Questbelohnung, gab's Loot und Geld und dann gab's noch eine im Postfach eine Nachricht von ihr mit Geld. Ich weiß sowieso nicht, was das hier bewirkt mit der dunklen bzw. helle Seite Punkte. Je mehr dunkle Punkte, umso Sith-artiger wirst du. Okay, hier muss ich jetzt rein, aber jetzt erstmal die Quest. Dahin, okay. So, da mal, habe ich jetzt alle Scherben eingesammelt? Hol die Scherben aus der Maschinenkammer, hol die Scherben aus dem Archiv. Warte mal, Maschinenkammer? Kann ich doch. Maschinenkammer ist bei mir, wo ich gerade drin bin. Das ist unsere Schaltersmission. Wo wir so oft sterben. Die heißt Maschinenkammer. Scherben. Plagueis. Okay. Da wollte sich jemand Plagueis nennen. Z zu Plagueis. So, und die letzte Welle. Komm schon, komm schon, komm schon. So, die nächsten Scherben. Ich glaube, ein Darko hat's geschafft. Sich.
da geht's zu der Quest. Nee, ich muss hier lang. Gut. Soll ich dir bei der Maschinenkammer helfen? Ich muss erstmal was anderes machen. Also ich mach gerade Hauptquest, wo ich Scherben einsammeln muss. So, Scherben haben wir alle. Welche Nebenquest hat der Herr denn noch für mich? Also von mir aus kannst du helfen. Oh. Das ist scheißegal. Aber, oh, Lootkiste. Allein das hier. Besiege und durchsuche Lord Sundar. Erfahrungspunkte plus 10.252 würde ich dafür bekommen. Naja. Du brauchst von 14 auf 15 39.000 Erfahrungspunkte. Ich glaube nicht, dass das Level Up ist. Ja. Geh doch mal unten auf die gelbe Leiste mit der Maus, da siehst du, wie viel du brauchst. Lederrüstung. Was für eine Rüstung? Dieser Lobob. Rätselhartes Artefaktenfragment. Joa. Nehme ich dankend an. Sprich mit dem Jedi, aktiviere rote Maschine, kehrt zu Darth Baras zurück. Das ist im Übrigen jetzt mein neuer Meister. So ein übelst. Barak? Baras, ja, so ein übelst fetter Dulli. Ach, der! Da habe ich immer meine Aufrüstpunkte geholt. Das ist mein Meister. Und so wie ich das, der hat rotes Lichtschwert, der Arsch, ich will eins. Ich werde sowieso bestimmt gleich angegriffen und den seinen anderen Schülern, die er geschickt hat. Hoffe ich jetzt eigentlich richtig? Ne. Toll. Wo bleiben die anderen Dullis, die er geschickt hat? Kann ich hier oben wieder was looten? Whee! Der Loot geile Eik. Ja, ich hab mich. Ich hab bisher eine gefunden von den Dingern. Eine. Das Lustige ist, als ich heute gejoint bin, bin ich erstmal da hochgegangen, gucken, die war wieder dort. Jetzt in der Grabkammer war wieder eine, also die tauchen dort dauerhaft dann oft für mich. Irgendwie in einem gewissen Abständen. Und warum sollte ich die nicht immer wieder neu looten? Ich habe mittlerweile so viele Kristalle, das ist abnormal. Ich weiß halt nicht, ich glaube, ich habe mit den Kristallen halt nichts zu tun erstmal, weil ich ja kein Lichtschwert besitze. Ja, ich auch nicht. Aber du kriegst nach, ich glaube nach Korriban oder noch während Korriban ein Lichtschwert. Oh, was ist... Ach so, nee, das war der... Jedi... Ach komm, wir gehen erst mal zu dem. Oh, 33 Minuten. Dann ist die Folge hier zu Ende.